Okay, das läuft auch soweit. Chopper. Noch ein paar Bauern. Okay, das ist stabil. Ja, das hier muss auf jeden Fall noch weiter ausgebaut werden. Kümmern sich die Türme drum, das ist nicht schlecht. Bulden. Der Baum des... Bolden. 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 Okay, dann werden wir den Bauern da in dem Bereich halt mal abschließen. Gather her. Ich könnte mir vorstellen, demnächst mal einen kleinen Trupp zusammenzustellen und auf Erkundungstour zu gehen, um weitere Rohstoffe zu finden. Dich. Aha. Das ist nicht gut. Wenn die sich gegenseitig fertig machen, werde ich noch übrig bleiben und der Sieger der Kämpfe. Und ich weiß nicht, was der kann und was der hat. Wenn der sich dann komplett auf mich konzentriert. Nicht gut. Okay, die Türme werden wir weiter besetzen. Dann schießen die mehr Pfeile. Das kann man mit der Burg auch machen. Und selbst wenn dann der Turm oder die Burg zerstört wird, sind nicht automatisch die Einheiten tot. Die gehen dann vorher aus dem Gebäude raus. Das ist ein großer Vorteil. Gewässer haben noch einen weiteren Vorteil. Mit ein bisschen Glück gibt es Fisch und Fisch kann man... Das gibt dann weitere Nahrung. Besonders am Anfang ist sowas halt sehr wichtig. Sind aber ziemlich aktiv in der Ecke. Also es war schon ganz gut, dass wir eine zweite Mauer gezogen haben. Da müssen wir was gegen tun. Da müssen wir hierbei ersetzen. Oh, Rammböcke.
Gruppe sieht nicht gut. Auch ein Ramm. Okay, die Mauer müssen wir auf jeden Fall wieder instand setzen. Die haben sie doch ganz schön niedergemacht. Aber jetzt kann man eigentlich ziemlich gut sehen, was 3-4 Katapulte in der Mauer eigentlich ausmachen. Die können auch recht gut den Gegner in Schach halten. Und die Felder rufen. Greet and Bolden. Ready. Bolden. Weil ich grundsätzlich mehr in Nahrungsproduktion reinstecken könnte. Ja, wenn wir die Session durchgespielt haben, könnte man die Kampagne durchspielen. Oder man macht dann mal eine extreme Sache, dass man sagt, okay, man nimmt volle Spieleranzahl, alle extrem schwierig. Wenig Rohstoff am Anfang. Und die Gegner sind zum Teil untereinander verbündet. Das dürfte interessant werden. Mal für Platz schaffen hier irgendwie. Das kann ich hier nicht die Mauer genau. Ja, die Mauer wieder reparieren. Estora. Estora. Auf der Karte sieht man ziemlich gut, wo man angegriffen wird. Besonders bei größeren Festzügen, bei größeren Territorien, die man so hat, durchaus sinnvoll. So, noch mehr Bauern, das reicht natürlich wieder mal nicht. Da ist ein blöder Rambock. Da ist eine Burg. Das heißt, die muss weg. Die steht da nicht gut. Aus meiner Festung werden meine Einheiten von dieser Burg angegriffen. Und irgendwie kriege ich die Mauer hier gerade nicht ganz.